Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 25. Nee, halt, Mittwoch, den 25.03.2020. Und unser DAX hat hier die Bären ganz schön in die Höhe geschossen. Also die sehen ein bisschen unkoordiniert aus, hat sicherlich den einen oder anderen auch dolle überrascht, dolle überrumpelt. Auch wenn man sagen muss, wir haben uns wirklich, oder auch ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, da die Leute hier auch ein bisschen drauf vorzubereiten, auf das, was da kommen kann. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit. Eigentlich die ganze letzte Woche haben wir von drüber gesprochen, was passiert, wenn der DAX oben rausgeht. Na, damit man eben nicht dann gleich derjenige ist, der zuerst dort Short drinne hängt, sobald der Markt umdreht, sobald der Markt anläuft, weil es eben durchaus sein kann, dass der ein paar Tage, auch ein paar Wochen sich sogar erholt, dass es sogar richtig scharf zurückkommt. Man darf nicht vergessen, wir sind 5.800 Punkte am Stück gefallen innerhalb von 4 Wochen und wir sind jetzt einen Tag gestiegen. Das heißt, jetzt zu sagen, ja, das war ja übelst krass, der fällt bestimmt gleich wieder, kann passieren, aber Freunde, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine technische Gegenbewegung sehen und eine technische Gegenbewegung kann halt auch etwas mehr Platz in Anspruch nehmen. Das ist einfach so. Das heißt, primär sollten wir jetzt erstmal gucken, wo in Kanada denn noch? Wo in Kanada denn noch? Denn ich habe es ja auch mitgekriegt, ich habe es ja auch gesehen. Es haben einige schon, die hingen schon seit Montag hier noch Short drin. Die waren schon am Montag ein bisschen davon überrundet, dass umrumpelt, dass der Markt zu so scharf zurückgekommen ist, haben da schon ihren Short-Einstieg gesucht, sind nicht rausgekommen, haben das jetzt alles mit vor sich hergeschleppt. So, und jetzt ist halt das Problem, wir haben jetzt nach oben. Wenn man so will, zu dem Kurs, wo wir vor 4 Wochen herkamen, ist jetzt 5.800 Punkte Platz. Das Blödste, was jetzt passieren kann, ist, dass man hier unten jetzt noch einen Tief sehen will und das nicht kommt. Und man jetzt die ganze Strecke rückwärts dann wieder Short drin hängt. So, das haben wir aber jetzt die letzten Tage, die letzte Woche alles schon ausgiebig besprochen. Da will ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Das sollte eigentlich jeder aufgenommen haben. Das war immer wieder Gegenstand der Analyse gewesen. Das ist das Wichtigste, worüber man hier sprechen kann. Neben den noch offenen Zielen eben, was passiert, wenn der Markt umtreten. Das haben wir auch ausgiebig getan. Also da möchte ich mir auch nichts vorwerfen, dass wir da irgendwie was vorenthalten haben oder irgendwie was nicht dolle genug betont. Wir haben wirklich die letzten Tage sehr intensiv darüber gesprochen, was hier passieren kann. So, die ersten Ziele waren die 6,25 und dann eben auch hier oben mal dran in diese Zone um 8,50, 900. Ich zoome jetzt mal ein bisschen nach oben und ich denke, da wird dem einen oder anderen schon bewusst, naja, da könnte vielleicht noch was kommen. Wenn wir alleine mal dieses Fenster aufziehen, dann sehen wir ein Handelstag, zwei Handelstag, drei Handelstag, vier Handelstag. Das heißt, dass alleine diese Strecke nach unten waren 4 Handelstage, könnte man davon ausgehen, dass er auch 4 locker schaffen kann, um das nach oben zu bauen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier gegen 11.000 jetzt schießen, aber wir haben auf jeden Fall erstmal Raum auf der Oberseite und da wäre hier die 10.200, 10.300, dieses offene Gap, beziehungsweise vielleicht kurz unten unter dieses letzte Tief hier um die 10.200. Ich glaube, das ist jetzt super attraktiv, denn wenn Sie mal den Spaß machen und diese komplette Abwärtsbewegung komplett von 13.800 bis hier runter mit einem Fibonacci-Retracement spannen, dann haben Sie genau bei 10.238er-Retracement, also einen ersten Retracement-Anlauf quasi der Gesamtbewegung. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir direkt per Aufwärtsgap reinkommen, uns hier ein bisschen zur Seite aufhalten zwischen der 8,50 und 9,20 und dann Richtung 10.200, 10.300 weiterlaufen. Das wäre die erste Station, an der der DAX dann erstmal wieder kräftigen Gegenwind bekommen könnte, um Rebounds zu machen. Rebounds dann in dem Sinne auf diese 8,50 drauf. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach mal den Fall, den wir gesetzt haben, Rückläufer hat er ja eigentlich gar nicht gebracht. Er hat sich hier schön seitwärts geschoben. Hier, ich dachte, es hält noch ein bisschen an, dass er hier noch ein bisschen weitermachen kann, aber hat er direkt durchgedrückt. Das heißt, diese Pfeile können wir eigentlich hier direkt mitnehmen und könnten sagen, hier an das Gap da oben dran. Das wäre nochmal denkbar. Von dort dann ein bisschen zurück zur Seite ran. Grundsätzlich hat unser DAX nach oben jetzt aber erstmal kein Limit. Das Limit würde ich ihm wirklich, also den maximal erreichbaren Erholungsspielraum sehe ich bei 11.500 Punkten, 11.400 Punkten. Das ist für mich jetzt das, was im Worst Case auf der Oberseite passieren kann. Dass unser DAX einfach durchrennt bis 11.500 und kein Schwein mitkommt. Ja, oder alle schon zu vorzeitig rausgehen. Weil auch ganz typisches Phänomen ist, dass ganz viele. Ich habe letzte Woche Donnerstag, habe ich ein Mail
habe ich eine Mail verschickt an alle, die im Dienst sind, im Premium-Dienst, an alle, die mal bei mir Seminare waren, weil ich jedem auf dem Seminar immer wieder erzählt habe, wann fange ich an, Aktien zu kaufen. Also was habe ich mir für einen Plan gesetzt? Und das war hier dann der Fall und habe gesagt, ich werde zum Freitag eben die Position kaufen, ich werde in ETFs auch rein investieren und so weiter und so fort. Und kam vom Feedback her, haben ganz, ganz viele geschrieben, ah oh ja, super Idee, ja, mache ich, gucke ich dann, mache ich bei 8.000, mache ich bei 7.500. Das heißt, hier sind jetzt ganz viele nicht drin. Von denen, die zuhören, vielleicht 75%, die hier nichts investiert haben, die investieren wollten. So, was wird jetzt passieren, wenn der Markt steigt? Ja, klar. Die springen irgendwann hinterher. Die sagen sich die ganze Zeit, sie warten jetzt einen Rücklauf ab. Die sagen sich die ganze Zeit, ne, wenn der DAX das nächste Mal. Was macht der? Was macht der? Sagen Sie es selber. Da brauchen Sie mich nicht für. Der rennt durch. Dann macht er doch immer so. Ja, bis dann oben alle irgendwo reinspringen. Und für mich ist der Punkt oben schon eine 11.500, wo dann durchaus alle reinspringen und sagen, naja, dann gehe ich jetzt hier rein, sollte nach unten, dann kann ich hier unten nochmal nachbauen. Ja, und dann kommt wahrscheinlich nochmal ein richtiger fetter Batzen. Also ich bin sehr gespannt. In meinen Augen hat der Markt durchaus von der 10.000, 10.200 unheimlich starkes Abwärtsrisiko, weil dort das mittlere Bollinger Band liegt. Das heißt, von dort aus können wir auch einen direkten Konter auf diese 2 Tage sehen. Ne? Dann war das bloß eine kleine bullische, eine Bärenmarkt-Rallye nennt man es ja dann. Ne? das halte ich, das, die Option, die habe ich im Hinterkopf, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass es kommt, weil so wie die Leute, so wie das Feedback von den Leuten, das würde ich echt sagen, der rennt durch bis 11.500. Der macht jetzt, der nutzt die Gelegenheit jetzt. Richtigen Rebound. Der ist 5.000, das müssen Sie sich, sagen Sie das laut, noch, machen Sie, drücken Sie kurz auf Pause und sagen Sie mal laut, der ist 5.800 Punkte in 4 Wochen gefallen. Und er ist einen Tag gestiegen und alle sitzen short drin. Ein Tag! Die ganze Strecke runter zu, alle geschortet. Hier unten haben sie alle dann angefangen auf Shorts. Die Strecke hat der Großteil einfach long gegangen. Das ist einfach so, Reflex, instinktiv. So, dann ist hier die unten die ganze Woche zur Seite gelaufen. Wir haben jeden Tag gesagt, Mensch, wir sehen eine Stabilisierung. Mensch, die Nachrichten werden schlechter, der Markt bildet das nicht ab. Mensch, es kommen keine neuen Tiefs. Mensch, jetzt hat er sogar ein neues Hoch geschafft. Jeden Tag erzählt. Und die Leute wurden immer shortiger und shortiger. Ne? Bei den Brokern, wenn sie dieses Call-Put-Ratio angeguckt haben, also dieses Short-Long-Verhältnis, waren hier schon 60, hier unten am Freitag letzte Woche, waren schon 60% auf Short gedreht. Jetzt sind es noch mehr geworden. Ja, also, das ist Massenpsychologie. Wirklich, nach Lehrbuch. Ehrlich. Heute bei uns im Chat haben es sogar einige geschrieben, ne? Die sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es einen fetten Rebound gibt, einen richtig kräftigen mit Schwung. Ja, und hier unten sind sie plötzlich der Meinung gewesen, der fällt jetzt noch auf 7.500, 7.000. Es ist ja grundsätzlich auch richtig gewesen. Man hat ja nicht falsch gedacht. Es ist doch auch möglich gewesen, dass er noch weiterfällt. Das ist ja auch nicht verkehrt, das zu denken, aber man muss halt in dem Sinne auch umschalten, wenn der Markt eben die Signale auf der anderen Seite gibt. So, und der hat jetzt hier eine abgeschlossene Bodenbildung. Der hat hier eine SKS geschoben. So, und diese SKS ist vom Potenzial ehrlich gesagt schon ausgereizt, weil dann zieht man von hier unten nach hier oben und das projiziert man nach oben. Und dann ist man ja hier schon bei der 10, 9.800, 10.000. 9.800 ist mir gar nicht so wichtig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich rechne mit der 10.000, ich rechne mit der 10.200. Das ist für mich jetzt der Knackpunkt zum Mittwoch. Ich glaube, dass wir daran scheitern können. An der 10.2 vor allen Dingen. Ja, ich glaube, dass die uns richtig was reindrücken kann. Aber ich weiß auch, geht der da durch, Freunde? Dann macht er kaputt, was er kaputt machen kann. Ne? Sie haben es doch gesehen. Ne? Hat er irgendwas nach unten weggegeben? Gar nichts hat er gegeben nach unten. Die haben so Kaufpanik, da steht so viel Geld zurzeit an der Seite. Die freuen sich doch jetzt alle über die günstig. Die ganzen Institute, die freuen sich doch jetzt wie so ein Honigkuchenpferd, dass die hier mal günstig was reindrücken können halt. Ne? Deswegen, ich würde schon sagen, hier können wir auch ruhig noch mitgeben. Wenn der über die 10,2 da drüber geht, die 10,4 ist psychologisch immer gesehen ganz wichtig, die Marke einfach so eine Vierermarken. Ne, sind auch 2 Linien. Aber sollte der drüber gehen, nicht nur 11, weiter, 11,5 hoch. Ne, da ist dann hier, gucken Sie mal hier, rosa Linie. Die ist es. Das wäre dann Ziel. Ja, muss man sogar sagen, hier oben ist noch ein Gap. Vielleicht sogar nicht alles auf einmal.
sondern auch dann so in einem Schwung. Erstmal das Gap zu, dann nochmal zurück, dann da oben weiter. So müssen wir jetzt denken, so müssen wir jetzt planen. Gucken Sie mal von links, zählen Sie die Tage, dann können Sie sich ausmalen, wie lange das hoch zu dauern kann. Der kann schon übermorgen, kann er da oben stehen. Ein Tag, nächster Tag, geschafft. Ne? Also, das ist was in 1, 2 Wochen erreichbar ist, würde ich sagen. Ne? Also, das ist nicht zu krass, das ist nicht zu unmöglich, das ist alles möglich und damit müssen wir planen und das müssen wir kalkulieren für unsere Entscheidungen, die wir treffen. So, bevor es jetzt aber zu bullig wird und alle zu bullig auch sind, bitte die 10.200 da, wo ist das Gap? Das ist hier 10.800 rum. Ah. Also, das nehmen wir mal ein bisschen mit in den Hinterkopf hier. Für alle, die jetzt zu zeitig schon auf zu aggressive Short-Fantasien kommen. Und selbst bei uns im Chat haben das einige geschrieben, dass ihnen der Tag sehr schwer gefallen ist. Kann ich verstehen, es ist ein anderer Markt, wie die letzten Tage, wie die letzten Wochen. Aber für mich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn man wirklich guckt, wenn man auch die Analyse sich nochmal vor Augen, was haben wir erzählt? Was haben wir zu dieser 9150 und der 9200 gesagt? Was war technisch ableitbar? Und wo lag die Betonung halt, ne? Die Betonung lag, die Nachrichtenlage ist immens schlecht, man fühlt sich gerade schlecht, man hat Angst. Ich habe es sogar verbal gesagt, ne? Ich habe momentan Angst. Ich habe Angst bekommen, als ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe. Technisch gesehen hat der Markt aber genau das Gegenteil gezeigt, nämlich eine Bodenbildung. Und wenn er dann oben rausgeht, kann er oben raus. Ja, hat er getan. Ne? Das ist Psychologie einmal, Massenpsychologie. So, genau. Und wir haben eben auch ganz deutlich gesagt, geht er jetzt hier drüber, macht er sich eben hier dann die Ziele frei. So, und das erste ist da jetzt angelaufen. Von daher, wir nehmen mal den Rest eben mit. Und wir nehmen mit, dass die 10.000 da relativ knackig dann wird. Die 10.000 wird relativ knackig und die 10.200 sind für mich am Mittwoch die zwei Marken überhaupt. Sollten wir eine komplette Umkehr sehen, müsste der Tag unter 9.100 schließen, dann kann man Short reingehen, Stop-Loss drüber legen und nochmal nach unten zielen. Sollte der nur abkippen, flach und nicht bis unter 9.100 kommen, wäre es bloß eine Zwischenerholung, die dann später auftreten kann. Ne? Also es soll jetzt nicht heißen, wir laufen auf die 10.000 und das ist garantiert, dass er jetzt bis 10.000 geht. Das ist ja nur, wissen Sie, es ist niemals irgendwas sicher an der Börse. Ich würde es jetzt favorisieren. Ich würde schon denken, dass wir das noch holen hier oben, zumindest mal die Zone. Ich gehe ja, schon von der 10.000 aus. Und ja, trotzdem ist nichts garantiert. Also wenn eine rote Kerze reinkommt, passen Sie ein bisschen auf. Ja? Insbesondere wenn die Druck reinkriegt. Wir haben nicht viele Zwischenpunkte, die hier jetzt standhaft genug sind, den Markt umzudrehen. Also der kann echt, also auch von der 10.000, er kann das komplett auskontern. Noch. Das ist noch möglich. Aber ich glaube nicht. So wie die Leute drauf sind, ich glaube eher nicht. Na? Also von daher beobachten Sie sich auch selber. Ne? Wie denken Sie? Wie sind Sie long? Wie sind Sie short orientiert? Wie hat sich das verändert? Ne? Also derjenige, der das heute bei uns im Chat auf der neuen Seite geschrieben hat, Chapeau, weil das ist unheimlich wichtig, diese Selbstreflexion. Einfach mal zu sagen, Mensch, bei 10.000 habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt ein Riesen-Rebound. Kaum stand der DAX bei 8.500, bin ich davon ausgegangen, dass er noch tausende Punkte fällt. Diese Selbstreflexion, das ist unheimlich wichtig, weil nur so kriegt man seine Instinkte ein bisschen rausgekitzelt. Nur so kriegt man diese Instinkte auch gedreht, dass man sagt, okay, scheiß drauf, ich fühle mich schlecht, ich bin negativ gestimmt, ich glaube, es fällt weiter, aber wenn der steigt, gehe ich halt long mit. Und das muss man können. Das ist Trading. Ne? Zurückstellen. Kopf aus, Emotionen aus, Signale handeln. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt bei dem ganzen Theater hier. Ja, das, was man denkt, zurückstellen. Und mitgehen mit dem, was kommt. Ja, und ja, wir schauen mal. Also, das Gap ist interessant. Die 10.200 ist interessant. Die 10.000 ist interessant. Da liegt das mittlere Bollinger Band im Tageschart. Ich rechne dort schon mit einem Stoß. Muss mal gucken, wie weit kommt er jetzt runter. Ne? Man muss jetzt wirklich gucken. Die Rücksetzer sind jetzt das Interessanteste an den ganzen Bewegungen. Um zu gucken, setzen dort Käufer ein, wenn der Markt mal ein paar rote Kerzen wirft, oder setzen das oder kommen da Verkäufer rein? Und was wir zum Dienstag gesehen haben, waren definitiv auf jede Kack rote Kerze immer wieder Käufer, die reingekommen sind. Immer wieder. Na?
Und setzt sich das jetzt fort, das kann echt eine Weile anhalten. Im Zweifel müssen wir bis 11.400 dem Schwung geben, Platz geben. Das ist so. Das ist nur Technik. Weil gucken Sie mal, wo wir herkommen. Von da oben. Von da oben in der kurzen Zeit. Ne? Gucken Sie das mal an. Wenn der hier so einen Bogen macht, das ist doch nichts. Das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. Ne? Das wäre hier sogar noch ein riesengroßes offenes Gap. Das wäre einfach nur ein Gap-Close. Ihr könnt sogar dort wieder runterdrehen und sich wieder hier runterhampeln. Ne? Also, ich will nicht sagen, dass es kommt. Wenn ich vor einer Stunde das Video eingesprochen hätte, ich sag's Ihnen auch. Hätte ich vor einer Stunde das Video eingesprochen, hätte ich Ihnen gesagt, 10.000 kann man Short auch mal probieren, wenn man die 10.200 mit berücksichtigt. Aber dann muss auch da Knatter reinkommen. Ne? Also man muss sehen, dass der dort auch wirklich richtig wegrotzt. Man muss sehen, dass da Verkäufe reinkommen. Aber nach dem, was ich so alles an. Also ich bin meine Mails bei Weitem noch nicht durchgekommen. Das ist so viel wieder reingekommen jetzt die letzten Tage. Auch durch diese ganzen Leute, die jetzt überall Aktien suchen und kaufen. Das sind so viele, die da gerade schreiben. Ich bin echt noch nicht durchgekommen. Aber bei dem, was ich gelesen habe, wie viele noch gar nicht drin sind. Ne? Das gibt mir schon zu denken, weil das ist jetzt alles Kurstreiber. Die kommen, das ist für einen DAX ist das jetzt total geil. Das ist ein Luxusproblem, was der jetzt hat. Der kann jetzt richtig schön die Leute vor sich hinschieben, herschieben. Zum einen die ganzen Shorts hier, die unten noch nicht raus sind. Dann oben die ganzen Käufer reinlocken. Ne? Wie macht der DAX das? Der läuft weit hoch, macht dort eine Woche zur Seite und dann fällt er wieder. Das ist DAX. Hat er unten nicht anders gemacht. Das macht er immer so. Ne, können Sie sich jetzt schon drauf einstellen, wenn der hier hochgeht, eine Woche zur Seite läuft, dann macht es nur, damit die ganzen Käufer dort reinkommen und dann kippt er wieder um. Ne, also stellen Sie sich jetzt schon drauf ein, weil Sie werden dann da sitzen, wenn der hier oben eine Woche zur Seite läuft und wollen plötzlich auf eine 13.000 wieder traden. Beobachten Sie das, schreiben Sie das auf, gucken Sie zu. Das ist DAX halt einfach, ne? Das ist ein Dreckvieh, das macht er immer. Das ist sein Leben. So macht er das. Er springt von Fresschen zu Fresschen. Das ist einfach so. Gut, alles klar. Also, ich hoffe, es sind trotzdem auch ein paar hier auf die Long-Idee gekommen und haben nicht auf den falschen Knopf gedrückt. Hab von nicht so vielen gehört, dass die hier einen schönen Tag hatten. Hat mich persönlich ein bisschen, ja, ärgert mich dann ein bisschen auch. Ne? Wir haben so viel Zeit auch genommen, da immer wieder drüber zu sprechen, was passiert, wenn der hier drüber geht, einzustellen, dass eine Rebound-Woche kommen kann und so weiter und so fort. Und wenn dann alle short handeln, dann frage ich mich halt auch manchmal, warum ich mir die Zeit nehme dann. Und ja, aber es ist schwer gewesen. Also ich sehe das auch ein. Also auch mit dem Aufwärtsgap, ne, da haben viele vielleicht auch auf den Gap-Close spekuliert. Es war schon kein einfacher Tag. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also es war nicht so, wie als ist der Markt eröffnet und man hat hundertprozentig klar gesehen, na, der wird jetzt 600 Punkte steigen. Ich hätte gar nicht gedacht, zum Beispiel, dass er auch so weit steigen kann heute. Na. Also kein, jetzt nicht ein Kopf in den Sand stecken. Es war jetzt nicht total easy gewesen, aber in meinen Augen war es schon ein bisschen absehbar, dass er zumindest die 6,25 halt holt. Ne? Auch in der geschriebenen Analyse, also wir haben gesagt, über 9.200, 6,25 bis 10.000. Tja, ja, na, was sollen wir machen? Okay, also ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können, vielleicht auch den ein oder anderen Denkansatz für die nächsten Tage mitnehmen können, falls Sie jetzt hier ein bisschen auf die Nase gekriegt haben, auf die Füße gekriegt haben, drücke ich die Daumen. Wer dann noch irgendwie aus einer Position raus muss, dass das noch klappt. Man kann sich auch so be bewegen, dass wir alle was davon haben. Ne? Der muss ja nun nicht immer nur in eine Richtung rennen. Also bin ich auch immer nicht so der Kumpel von, finde ich auch nicht schön. Also es fällt mir dann auch schwer. Ne? In dem Moment, wo er jetzt einen Aufwärtsgap macht, 600 Punkte, nochmal Aufwärtsgap, nochmal 600 Punkte, bin ich halt auch nicht mehr wirklich dabei. Halt, ne? Das kriege ich dann auch irgendwann nicht mehr hin. Dann noch zu sagen, na, jetzt gehst du noch long. Wenn er so eine Strecke durchballert halt. Ne? Das ist aber einfach so. Das gehört dazu. Gut, ja, eigentlich wollte ich mich kurz fassen, weil ich heute so spät dran bin. Hat mal wieder nicht geklappt, oder? 15 Minuten bestimmt. Ach, scheiße. Ah ja, es ist aber auch wichtig. Ne? Es hängt auch immer Geld hier dran. Und man muss sich eben darauf einstellen. Man muss es kommen sehen. Man muss damit rechnen. Also nicht instinktiv immer dann drauf eingehen. Nicht auf den einlassen. Wenn sie nur reagieren auf das, was er macht, dann macht er sie nackig halt. Dann vögelt er sie von hinten und von vorne. Ne? Dann verlieren sie jeden Monat ihr Einkommen, ihr Erspartes. Geht immer wieder rein in den Markt. Dann muss man andersrum denken. Muss ihn kommen lassen. Ne? Denken Sie immer an meinen Spruch hier mit den zwei Messern. Ne?
Schön stehen bleiben, warten, reinschlitzen, Geld rausnehmen, Schritt zurück. Warten, 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 schlitzen, Geld rausnehmen, zurück. Nicht wie ein Irrer auf die Straße springen und mit Messern auf den einschlagen. Ne? Sonst kommt der Dau von der Seite. Oder auch der Dachs. Weiß gar nicht, der Dachs war. Weil sie dachten, sie springen jemand anders ins Genick. Ich mach aus. Ich muss ins Bett. Tschüss.